Wenn es einen Vogel gibt, der zu den größten seiner Art gehört, dann ist es der südamerikanische Riesentukan. Im Verhältnis zur Körpergröße hat er den größten Schnabel von allen Vögeln der Erde. Der Tukan nutzt seinen Schnabel wie eine Klimaanlage. Über die große Fläche wird das Blut gekühlt und so Körperwärme an die Luft abgegeben. Der Schnabel macht rund ein Drittel der Körperoberfläche des Tukans aus. Wie das Ohr des afrikanischen Elefanten eignet er sich ideal, um die Körpertemperatur zu regulieren. Der Schnabel ist übrigens viel leichter, als er aussieht. Eine Gewebeschicht aus Knochenfasern mit dazwischenliegenden Luftpolstern sorgt für die Festigkeit.